Ich freue mich sehr, dass Sie beide zugesagt haben, Gael Gabriel und Bettina Semmer, auch relativ spontan. Ich erkläre auch gleich, warum. Das ist so, knüpft ganz gut an, wo die Gruppe vor uns aufgehört hat. Ich stelle Sie ganz kurz vor, weil ich glaube, dass wir auf die Biografie im Laufe des Gesprächs nochmal zu sprechen kommen werden. Zdeněk Felix hat, er ist kurz rausgegangen, Bettina Semmer hat schon angeboten, die Männer, die den Raum verlassen, die holt sie wieder zurück. Ist jetzt hier auch die Frage, sprechen wir über Kunst oder sprechen wir über Frauen oder sprechen wir über Männer? Da sind Sie dann maßgeblich daran beteiligt, das in die Richtung zu denken, in die Sie das vielleicht auch denken wollen und wo Sie auch Ihre Kunst vielleicht ein bisschen verorten. Ich fand es ganz interessant, Zdeněk Felix hat die Arbeit von Sigmar Polke vorgestellt, Freundinnen, und hat gesagt, ja, ist ganz toll, also eigentlich als Beispiel genommen, wie Banalitäten in diesen Bildern benutzt werden. Also das war eigentlich ja ein Frauenmotiv, zwei Freundinnen zu sehen, und Zdeněk Felix hat das gezeigt, also das sind die Banalitäten. Auch sein Beispiel von Picabia war eine Frau, also wir hatten schon relativ viele Frauenbilder hier an der Wand, aber die Frauen kamen eigentlich noch gar nicht zur Sprache. Es kam schon die Frage, auf die wir natürlich uns auch so ein bisschen vorbereitet haben, nach der DDR. Es kam aber nicht die Frage nach den Frauen, vielleicht auch, weil sie das Programm sorgfältig gelesen haben und wussten, hier geht es gleich rund. Ich stelle Sie ganz kurz vor. Bettina Semmer, geboren in Düsseldorf, hat an der Universität Münster studiert, Germanistik und Soziologie und Publizistik. Fand ich auch eben interessant, die Anmerkung von Herrn Graskamp, der sagt, ja, das war ja eigentlich eine akademische Bewegung. Martin Engler sagte dann gleich, Bömmels hat nicht studiert. Natürlich hat er studiert, Soziologie. Und genau das ist ja eigentlich auch so ein Merkmal dieser Malereigeneration, dass es eben nicht dieser klassische akademische Weg sein muss, sondern dass die Quereinsteiger da eben auch die Künstler waren. Also das haben Sie zuerst gemacht, dann waren Sie an der Kunstakademie Münster bei Lothar Baumgarten, 75, 76, dann 76 bis 81 in Hamburg bei Sigmar Polke, Franz Erhard Walter und in der Filmklasse Neumann. Ich erzähle das jetzt so genau, das ist nämlich eine relativ beeindruckende Laufbahn von Kunststudium und auch Kunstprofessoren. Dann 78 bis 79 in Düsseldorf bei Gerhard Richter als Gaststudentin, 82 bis 83 bei Immendorf in Hamburg und dann 90 bis 92 nochmal in London. Also Sie haben im Prinzip alle die Lehrer, die es zu der Zeit gab, außer Beuys, aber es war ein bisschen früher, gesehen, Sie haben bei denen studiert, Sie kannten also die ganzen Werke, die ganze Bandbreite. Was Ihnen fehlt, ist die Berliner Akademie, wo Gael Gabriel studiert hat bei Karl-Horst Hödicke. Sie sind seit 83 dann fertig und sind Künstlerin, sind seit 2001 in Berlin. Das ist auch ganz spannend, weil ich einfach jetzt im Zuge dieser Vorbereitung natürlich viele Berlin-Besuche gemacht habe und Bettina Semmer in diesem Berlin-Umfeld zwar getroffen habe, die aber eigentlich sich gar nicht überhaupt dort verortet, und dann auch Gael Gabriel, die wirklich nur einen Steinwurf entfernt wohnt, nicht kannte. Also das war so, zeigt so ein bisschen eigentlich schon, was ist heute, was war damals, was ist in die Entwicklung. Auch Sie sind heute in Berlin. Seit 2011 haben Sie auch einen Projektraum in Berlin und zeigen, glaube ich, neue Positionen, Künstler, die vielleicht auch nicht etabliert sind. Es ist auch ganz interessant, eigentlich sich jetzt dafür stark zu machen, was Sie vielleicht auch damals sich gewünscht hätten. Einfach nur mal ein paar Namen von Gruppenausstellungen, wo Sie teilgenommen haben. Seit 83 zeigen Sie Ausstellungen. 84 war es La Femme et l'Art, die Triennale in der Schweiz. 85 stellen Sie aus mit Jutta Köter und Rosemarie Trockel in Sevilla. 86 zeigen Sie in einer Ausstellung Frauenkunst, ist der Titel. Also es ist thematisch alles schon sozusagen darauf gepolt. Wir hatten jetzt nicht einen einzigen Ausstellungstitel vorher, der Männerkunst hieß oder gut, wir hatten Zeig uns deine Eier, aber das sind also als Bildbeispiel. Aber es zeigt hier schon relativ stark, wo Sie auch ganz früh vielleicht sich selber verorten oder aber auch die Möglichkeit gesehen haben, überhaupt aktiv zu werden.
Gael Gabriel. Alle haben das Programm gelesen, viele kennen sie, manche kennen sie vielleicht nicht und haben jetzt einen Mann erwartet, waren also vielleicht doch gar nicht auf das Podium vorbereitet, aber auch zu dem Namen kommen wir noch. Ich habe mehrfach nachgefragt, wie soll ich sie denn eigentlich jetzt nennen? Auch dieses GL in der Ansprache ist nicht ganz einfach. Ich habe mich jetzt einfach auf GL Gabriel eingeschossen, weil das eigentlich in den ganzen Katalogen seit den frühen 80er Jahren auch so vorkommt. Ich glaube, sie sind seit 1959 in Berlin, in München geboren. Ihr Vater war auch Professor dann an der Akademie in Berlin. Das fand ich auch vorhin ganz spannend. Ich glaube sogar, dass es Frau Raab war, die gleich gesagt hat, der Vater war ja Fred Thieler. Ich glaube, sie haben lange gar nicht unbedingt sich da so stark gesehen oder wollten auch gar nicht immer damit in Verbindung gebracht werden. Heute haben sie den Namen sozusagen auch wieder angenommen und nennen sich auch Gabriel Thieler. Und wir haben auch in unserem ersten Gespräch natürlich gleich auch diese informelle Seite. Können wir die Präsentation eigentlich laufen lassen? Dankeschön. Das läuft random, also das sind sozusagen Bilder, die wir teilweise in der Ausstellung zeigen werden, Bilder, die aber teilweise auch gar nicht mehr da sind, von Gael Gabriel und Bettina Semmer im Loop. Und das wird dann vielleicht auch schon ganz deutlich, was da gleich ist und was überhaupt nicht gleich ist und wie stark die Kontraste da sind. Gael Gabriel, Sie haben ganz früh, 1979, schon in der Galerie am Moritzplatz mit ausgestellt. Da waren Sie eine der wenigen. Sie sind aber nie tatsächlich Teil dieser Gruppe geworden. Also Sie waren nicht Mitzahler dieser Produzentengalerie. Ich habe meinen Beitrag immer bezahlt in der Ausstellung. Ist mir so gar nicht untergekommen, wusste ich nicht. Ja, man musste schon, das ging monatlich, dann einen Betrag zahlen. Genau, das hat ja der Salome eigentlich immer eingetrieben. Ja. Ich wusste aber nicht, ich dachte, sie hätten nur ausgestellt, durften mit. Nein, natürlich. Ich war auch bei allen Sitzungen dabei, die es da gab, zum Thema Mond, Mord, Macht und solchen Sachen. Kommen wir gleich auf jeden Fall noch dazu. Ja. Vor allen Dingen haben Sie aber auch in Berlin ganz früh schon bei Ingrid Raab und in der Galerie Poll ausgestellt, also die zwei Galerien, die auch von Frauen tatsächlich geführt wurden, aber vor allen Dingen auch Galerie Poll war eine Galerie, die es da schon länger gab, die ältere Generation auch vertreten hat und wo Fetting gesagt hat, das wäre halt sowas gewesen, wo er gerne ausgestellt hat, aber sie waren also tatsächlich 81 und 82 schon bei Raab und Poll vertreten. Nochmal ganz kurz, warum ich das so toll finde, dass Sie jetzt hier sind. Einerseits eben, weil es dieses Frauenpodium ist und weil Sie nicht sagen, ich möchte darauf überhaupt nicht reduziert werden, können wir nicht das irgendwie anders lösen, sondern dass Sie gleich gesagt haben, ich lasse mich auf jeden Fall drauf ein. Ist natürlich auch ein Zufall, dass ich das jetzt moderiere und nicht Martin Engler. aber er hatte schon das Podium davor, das ging dann nicht anders. Dann aber auch, und das ist natürlich sowas, was wir mit allen Künstlern im Vorfeld der Gespräche ganz klar gemerkt haben, das liegt alles mehr als 30 Jahre zurück. Sie sind beide aktiv, sie haben Ausstellungen, sie sind Künstler, sie sind jung, jedenfalls nicht so alt, dass sie nur über das Vergangene reden können und müssen und dass sie trotzdem sagen, wir unterstützen diese Ausstellung oder wir hören uns auf jeden Fall mal an, was sie da vorhaben. Und wir kommen und reden über diese Zeit damals. Da gibt es auch Künstler, die ganz klar sagen, wir wollen uns da distanzieren. Oder auch, das reißt so große Wunden auf, dass wir einfach darüber gar nicht sprechen wollen. Wie bei jeder Ausstellung für Gegenwartskunst oder der Gegenwartskunst haben natürlich wir auch ganz schnell es mit der Quote zu tun bekommen. Also wie viele Frauen sind dabei? Kollegen haben gesagt, aber ihr müsst doch und guckt doch mal. Und dann gibt es immer zwei, drei Namen, die immer genannt werden. Ich war eigentlich die Erste, die gesagt hat, wenn die Bilder nicht gut sind, dann machen wir das natürlich nicht. Weil ich mich als Frau und auch in meiner Generation einfach mir erlaubt habe, das zu beurteilen oder auch diese Autorität für mich in Anspruch genommen habe, dass ich gesagt habe, das ist überhaupt kein Problem. Ich sehe das natürlich über die Medien und so, aber ich fand es grundsätzlich, brauchten wir nicht diese Alibi-Frauen, sondern eigentlich habe ich gesagt, wenn es eben nur eine Frau oder zwei Frauen gab und die uns vielleicht jetzt so gar nicht, dann das ist in Ordnung.
Also da war Martin Engler viel stärker, immer dabei zu sagen, aber müssen wir da nicht nochmal gucken? Und dann haben wir aber natürlich geguckt und dann habe ich ganz schnell festgestellt, aber es gab ja gar keine Frauen. Also ich habe da die Ausstellung nachgeschaut in Hunger nach Bildern, was ja heute schon ein paar Mal da gibt, genau eine Frau. Das ist Ina Barfuß, ja keine Ausstellung, sondern ein Buch eben. Ina Barfuß taucht aber eben mit ihrem Lebensgefährte Thomas Wachweger dort auf, zwar nicht in der Gemeinschaftsarbeit, als einzelne Arbeit. Heftige Malerei, Haus am Waldsee, keine Künstlerin, obwohl sie ja eigentlich auch zu der Zeit schon am Moritzplatz tätig waren. Rundschau Deutschland in München, 27 Künstler, eine Künstlerin, Ina Barfuß. Westkunst Köln, 1981, 37 Künstler, keine Frau. Ist da näher. Eine Frau. Ist da näher, oder? Ja. 10 junge Künstler aus Deutschland in Essen, Herr Felix, keine Frau. 12 Künstler aus Deutschland, Herr Ammann, keine Frau. 82 Dokumenta 7, immerhin 21 Frauen, Gensken und Horn zum Beispiel. 82 Zeitgeist-Ausstellung, vielleicht hat noch jemand was gefunden, 55 Künstler, eine Frau. Das sind so die Quoten, sie waren aber da, sie haben gearbeitet, die Bilder sehen super aus. Wir haben das jetzt so ein bisschen, ich habe neulich zu irgendjemandem gesagt, wir haben das ausgegraben, da hat der gelacht, aber es war wirklich so. Also ich kannte Bettina Semmer vorher nicht, G.L. Gabriel kannte ich auch nicht, Martin Engler glaube ich auch nicht. Dann war ich also auf einen Rat bei Bettina Semmer im Atelier und habe sie darauf angesprochen und da hat sie zu mir gesagt, ja, auf die Frauen hat man nicht gesetzt. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich einfach ich habe dieses auf dieses Gesetz nicht verstanden. Und das wäre meine erste Frage. Ich bin dann nach Zenit Felix gefahren und habe gesagt, Zenit Felix, wie war denn das damals eigentlich mit den Frauen? Ja, interessiert Sie das Thema, hat er gesagt. Ja, ist ganz interessant. Dann war ich bei Jean-Christophe Ammann und habe gefragt, hat er gesagt, ja, stimmt, nee, die Frauen habe ich erst später entdeckt. Also jetzt nochmal, Sie haben das dann selber so aufgegriffen und haben gesagt, nee, auf die Frauen hat man nicht gesetzt. Ja, ich muss ja ganz schnell den Namen Isabel Graf hier ins Spiel bringen. Die hat immer auf uns gesetzt, ist ja auch selber eine Frau und sie hat mir ganz klar erklärt, wie das zustande kam, was ich natürlich mit mangels Distanz zu meiner eigenen Biografie zwar immer mit ein bisschen Bitterkeit und Wut beantworten konnte, aber nicht so rational, wie sie das tut. Und sie sagt ganz klar, Frauen wurden als Malerinnen nicht zugelassen, sie wurden als hysterische Subjekte gebrandmarkt. Aus meiner und dann kam noch hinzu, dass ich mich 89 entschloss, eine Familie zu gründen. Und da kommt dieses ganz große Ding, also ein Mann kann Kinder haben, aber eine Frau nicht, wenn sie ernst genommen werden will als Künstlerin. Und das ist natürlich auch ganz besonders in Deutschland so mit diesem Muttermythos, der in die Geschichte zurückgeht. Wir können uns alle da was bei denken. Nochmal zu dem Zeitsprung, 86 hieß die Ausstellung Frauenkunst. Das waren 10 Jahre, die ich mich damit beschäftigt hatte, wie ich mich als Malerin positioniere. Ich bin auch in der Studienzeit ausgewichen auf Film, weil dieser Spruch, Frauen können nicht malen, immer mal wieder auftauchte. Und ich habe auch tatsächlich das gemacht, was vorhin, ich glaube, Herr Graskamp hat es gesagt, dass man sich halt in sein eigenes privates Atelier zurückzog und da weitermalte, aber das doch bitte nicht öffentlich tat. Entschlossen, das öffentlich zu tun, habe ich mich, weiß nicht, 81 nach meinem Examen. Und da kannte ich bereits 2-3 Jahre den Albert Oehlen und die sogenannten Hetzler Boys. Vorhin wurde das Wort ja vermieden. Bei mir ist es im Wikipedia-Artikel. Warum weiß ich nicht, aber anscheinend wurde ich diesem Dunstkreis zugeordnet, immer mal wieder. Und das hat mir auch nicht gut getan. Wie war die Frage nochmal? Na, also Sie haben ja schon, sind kurz darauf eingegangen, warum hat man auf die Frauen nicht gesetzt? Wie gesagt, für mich in dieser Generation
in der Großstadt aufgewachsen, war das einfach nie ein Thema und mich hat ehrlich gesagt auch dieses Frauending überhaupt nicht interessiert, weil ich das als Kategorie nicht spannend fand. Ja? Mhm. Natürlich jetzt, wo Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, wo ich bei Zdeněk Felix gesehen habe, ach, ist eigentlich interessant, wo waren die eigentlich auch bei Jean-Christophe Ammann, also wirklich dieses über 30 Jahre später auch bei den Kuratoren und Museumsdirektoren der damaligen Zeit offenbar auch irgendwie sich wirklich verändert hat und sie sagen, eigentlich geht das nicht, dass die damals nicht dabei war. Ja. Und da gibt es auch super Antworten, auch eben wieder in diesem fantastischen Buch von Isabel Graf, also jedes Lernen geht über Appropriation, über Aneignung. Und mein erstes Aha-Erlebnis war die Polka-Ausstellung 1976 in Düsseldorf. Kurz danach bekam ich einen Richterkatalog von der Biennale geschenkt und das waren also meine Helden und ich habe mir die angeeignet. Dann 10 Jahre später habe ich erst geantwortet auf diese ständige Frage, ihr seid doch Frauen oder ihr macht Frauenkunst oder diese Unterstellung, ihr macht ja Frauenkunst mit einer thematisch so betitelten Ausstellung und auch also ich bin immer anknüpfend, aneignend und auch dekonstruierend rangegangen, das habe ich jetzt im Nachhinein erkannt, als ich anlässlich dieser Ausstellung eben meine eigene Arbeit aufgearbeitet habe. Es gibt 7 Werkgruppen ungefähr, die sich teilweise überlappen und sie sind stark analytisch, stark die Malerei zersetzend und untersuchend und nur teilweise heftig wild. Also das waren alles schon Zitate. Ich glaube, diese ganze wilde Malerei ist ein einziger Eklektizismus und eine postmoderne Haltung. Und nur bei ganz wenigen wurde sie naiv genutzt oder... Aber tatsächlich haben Sie ja auch Themen in Ihren Werken, die sich eben genau diesem Frauenthema oder wie auch immer man das nimmt, also dieses Fruchtbarkeitssymbol, wo Sie sich dezidiert mit diesem Thema, vielleicht auch damals schon mit der Ablehnung oder eben diesem Machismo, den Sie gerade, wenn Sie sich mit Werner Büttner und Co. umgeben haben, natürlich auch hautnah erleben durften. War das wichtig oder war das einfach genau so ein Inhalt, wie Sie den auch für andere Bilder gefunden haben? Denn es war ein Inhalt neben vielen. Wenn ich das nochmal paraphrasieren, zitieren sollte, man brauchte Eier, um sich einer männlichen Position zu bemächtigen. Hatten Sie die Eier oder brauchte man die in Berlin nicht? Also mein Vater hat mir damals beigebracht, man muss rausfinden, was man wirklich meint im Leben. Und wenn man sich damit beschäftigt, hat man schon eine ganze Sache zu tun. Und ich glaube auch, dass es unheimlich viele gute Frauen gibt in der Malerei. Also zum Beispiel Helen Frankenthaler oder Eva Hesse oder andere Modersohn-Becker oder... Wir haben einfach gute Beispiele. Gibt es auch welche in Ihrer Generation? Das ist ja jetzt sozusagen... Ich finde zum Beispiel, was diese Bild, ich weiß jetzt, ich habe den Namen vergessen, von der Künstlerin, die hier draußen, dieses Foyer... Hanne Dabhofen. Ich meinte jetzt, die gemacht hat, finde ich sehr schön. Ich finde auch Frau Wasmuth hat eine gute Sache entwickelt. Ja, also es gibt da Positionen, die finde ich äußerst wichtig. Aber Sie waren ja dennoch in Berlin bei den Moritz Boys, die mit Ihnen zusammen bei Hödicke studiert haben, die Sie, glaube ich, dort auch getroffen haben, waren Sie ja eine der wenigen Frauen. Also Anne Juth gab es noch in der Galerie am Moritzplatz, aber damit hört die Liste, jedenfalls das, was ich gesehen habe, auch schon auf, oder? Vor allen Dingen Anne Juth war ja nicht Malerin. Ja, aber ich meine, ich hatte sehr viel damit zu tun, mir meinen eigenen, also das ist zum Beispiel hier ein Bild, wo ich auf meiner Dachterrasse sitze und das ist der Blick zum Potsdamer Platz und der ist so 100 Meter entfernt. Da geht die Sonne gerade auf, es ist 4 Uhr morgens und damit habe ich mich mehr beschäftigt. Also ich kann mich nicht mit, es ist genauso wie die Diskussion, die vorher war, wo man die ganzen Museen, also die ganzen Kunstrichtungen zusammenschmeißt in eine Kiste. Ich meine, in der Literatur würde man das nicht machen, im Theater würde man das nicht machen, dass man alle Richtungen einfach zusammennimmt und dann sagt, das macht die Sache so eng. Finde ich. Also Ihre Antwort ist jetzt nicht genau die Antwort auf die Frage, aber zeigt sehr gut, dass Sie das Problem, ich bin eine Frau, unter Männern nicht hatten.
Arbeiten. Also ja? Mein Vater ist Maler, meine Mutter war auch Malerin. Also ich bin in so einem Haushalt aufgewachsen. Pech gehabt, bitte. Und ja, ich habe mir meine Väter halt gesucht. Ne? Über diese Vater-Tochter-Geschichte steht ja auch einiges geschrieben, dass eben der Feminismus ja jetzt fast obsolet sozusagen, aber es sind ja immer noch nur 22% im Hochschulbetrieb weibliche Professorin, also in der Kunst, bei einem über 50-prozentigen Studentinnenanteil. Und bei den Ankäufen der Museen sieht es ähnlich aus. Die Preise der Frauen sind immer noch auf 2/3 der Männer, also im Durchschnitt. Also der Feminismus ist durchaus nicht obsolet, aber damals war er noch wichtiger und vordergründiger notwendig. Um uns überhaupt nach vorne zu bringen. Und wir haben uns ja dann auch organisiert. Also der Martin Kippenberger hat mir in Köln, als ich 84 nach Köln zog, zum Machtpol der Kunst in Europa und daraufhin auch erste Erfolge hatte, nämlich der Galerist aus Hamburg, der vorher schon mich kannte, hat sich dann erst wirklich für mich interessiert. Also hat mir Kippenberger Rosemarie Trockel vorgestellt. Und sie und Jutta Köther und ich, wir haben uns einerseits zusammengetan, dann mit Johanna Kandel zusammengemalt. 1979 habe ich übrigens auch schon mit Albert Oehlen zusammengemalt. Ich will jetzt nicht in die Geschichte eingehen als die Frau, die ihm die ersten Ölfarben schenkte oder deren Stil er kopierte, aber so war es de facto. Und ich musste mir dann hinterher anhören von Monika Sprüth, du musst noch ganz anders malen. Ja, wer entschied denn da, wo das Original und das Plagiat war? Mhm. Sogar eine weibliche Galeristin, die sich dezidiert für Künstlerin einsetzte, hatte vielleicht aus taktischen Gründen erkannt, dass ich so nicht weitermalen konnte, wenn ich irgendwie mich positionieren wollte. Und es hatten ja auch in den 80er Jahren die Frauen Erfolg, die sich dem Malereimedium eigentlich mehr oder weniger ausweichend gegenüber verhielten. Ich meine, es gibt von Trockel auch Gemälde, aber bekannt ist sie ja wohl geworden für ihre Zeichnungen, für ihre Skulpturen, für ihre interaktiven Videoarbeiten und so weiter. Und eben auch andere Künstlerinnen, die in den USA Erfolg hatten, kurz vor mir, zum Beispiel einflussreiche Frauen wie Kruger, mhm. Holzer und Sherman, hatten ja auch dieses Medium niemals auch nur mit dem Hintern angeguckt. Mhm. Aus guten Gründen. Noch eine Frage, die mir erst viel später, oder eine Sache, die mir viel später aufgefallen ist, warum haben Sie sich einen Männernamen gegeben? Ich habe das damals so entschieden. Ich hätte auch Gabi Gabriel sagen können. Also ich habe da, und dann habe ich mich eben für GL Gabriel festgelegt. Und ich hatte damit auch kein Problem mit meinem Vater. Also wir haben das damals auch so überlegt, dass das auch besser ist am Anfang. Aber ich hatte das nicht gemacht. Also doch? Nein, das kann man nicht sagen. Es ist eine Selbstständigkeit, die man am Anfang sich setzt. Also natürlich, es gibt in China, wie Sie wissen, Künstler, die ändern permanent ihren Namen, damit sie nicht immer im Kunstmarkt an der Situation gemessen werden, die sie vorher hatten. Also sie müssen ab und zu sich bewegen und neue Welten suchen, wo man dann sich erstmal selber positioniert, glaube ich. Und was war Ihnen, wenn Sie sagen, damit haben Sie sich nicht beschäftigt, was war Ihnen wichtig in der Zeit, als Sie zum Beispiel dieses Bild Blick nach Osten gemalt haben? Mir war die Stimmung wichtig, die Gefühle der Situation. Also wenn Sie damals in Berlin waren, was vorhin auch so ein bisschen vergessen wurde, fand ich, dann war das ja in den 80ern nicht so eine schöne bunte Stadt. Also das Bunte waren vielleicht die Bilder, aber die Stadt war ja als solche ziemlich dunkel eigentlich. Und da hatte man diese Ateliers und die Partys und da hat man sich gefunden und da konnte man sich ausleben in der Malerei, also seine Idee der Malerei umsetzen. Und Sie haben dieses Bild Blick nach Osten ist ja, also man erkennt Berlin über den Fernsehturm, aber es ist jetzt kein klassisches Stadtpanorama und man sieht ja schon sehr viel mehr diesen gestischen Strich. Es gibt in der Zeit natürlich aus der Klasse Hödicke einige Schüler, die sich diesem Stadtbild, der Stadtarchitektur widmen. Das machen sie aber eigentlich gar nicht. Es ist doch ja keine Architektur. Das ist für mich voll die Architektur.
weil, wenn ich das so sagen darf, weil wenn Sie da stehen auf diesem Dachgarten, den ich damals hatte, der sehr groß war, hatte ich ja einen Blick, der ging von hier, vom Potsdamer Platz bis hinten zum Alexanderplatz. Also hatte ich freien Blick über die ganze Stadt. Mhm. Und da war kein Mensch. Und da vorne war eine Leere, eine Brache. Und das habe ich versucht, in diesem Bild rüberzubringen. Also ich kann das wortlich leider nicht. Also die Stimmung der Stadt. Die Stimmung, die Gefühle der Menschen, die Gefühle der Gebäude. Das ist das, was mich interessiert. Und die Gefühle der Menschen, indem Sie haben ja auch Porträts gemacht. Ja, und dann muss man das manchmal, wie dieses Wort ist vorhin schon so, dieses schöne Wort ist vorhin aufgefallen, dekonstruieren. Also, wenn man was macht, muss man es dekonstruieren und dann wieder neu umsetzen. Aber es ging Ihnen, also ich habe jetzt die Bilder nochmal angeguckt, ging es Ihnen wirklich ums Motiv? Ja, es geht mir in Berlin, es geht mir um Stadtbilder und es geht mir um Porträts zu der Zeit. Es ging mir das genauso wie diese eine Brücke, die da ab und zu kommt. Das ist die eine der ältesten Brücken von Berlin. Das ist am Kupfergraben, das ist das Zentrum von Berlin. Also das war zu der Zeit, war Berlin im Dunkel. Das war schon in den 86, da fing es dann langsam die Öffnung etwas an. Aber das ist ein Bild, was eigentlich in der DDR war, was ich aus irgendeinem Foto gefunden habe und was ich dann gemalt habe und versucht habe, so umzusetzen. Und wenn Sie sagen, es ging Ihnen tatsächlich ums Motiv, dann ist ja, also es ist ja nicht wiedererkennbar. Diese Brücke könnte ja irgendeine Brücke sein. Es ist ja, geht ja nicht darum, dass Sie wirklich, es ist ja nicht historisch, Sie erzählen keine, es ist auch nicht politisch. Wir haben doch. Auch sehr früh, doch? Berlin ist politisch. Berlin war politisch zu der Zeit. Überall war die Mauer, überall waren Grenzsoldaten, überall war, ich meine, 1982 war Berlin dunkel. Aber sind Ihre Bilder ein politisches Statement, nur weil Sie in Berlin sind und Berlin, hätten Sie in einer anderen Stadt? In einer anderen Stadt hätte ich bestimmt andere Bilder gemalt. Wahrscheinlich andere Bilder, aber vielleicht auch Stadtarchitektur. Und wäre das dann genauso politisch gewesen? Also Berlin war doch zu der Zeit, das muss man gerade West-Berlin, und deswegen finde ich das so interessant, dass diese Ausstellung mal über West-Berlin auch eine der interessantesten Städte, weil ja einerseits dieses eingeschlossen, aber andererseits Internationalität da war. Also da kam David Bowie, da war John Cage, da waren Maler, die von der ganzen Welt nach Berlin kamen, da ihre Stipendien, wie Mario Merz und solche Leute, die waren ja alle in Berlin. Und die Nationalgalerie hatte zu dem Zeitpunkt, weil das vorhin gesagt wurde, eine, wo ich den Blick von der Mauer gemalt habe, auf dem Potsdamer Platz, eine Ausstellung von Kirchner. Mhm. Und diese Ausstellung war wirklich sehr schön und die hat auch alle am Moritzplatz sehr bewegt. Also so diese Maler. Und das glaube ich nicht. Das war doch sehr wichtig. Also die Frage würde ich gerne, dass wir uns die merken. Ich bin da ganz, weil ich sehe jetzt diese Bilder, ich sehe da jetzt sozusagen nicht sofort was Politisches. Und das ist ja auch so ganz interessant, wie sehen wir das aus der heutigen Zeit nochmal, wenn wir es vielleicht auch gar nicht als das Bild so erkennen. Bettina Semmer, Sie haben was ganz anderes gemacht. Es gibt überhaupt diese Stadtbilder eigentlich nicht, sondern es ist, wie Sie auch schon gesagt haben, eigentlich so ein Stilpluralismus, eine Aneignung. Ich glaube, Zdeněk Felix, Sie haben eigentlich diesen Begriff sehr stark benutzt damals in Ihren Texten, um dieses Phänomen der 80er Jahre Malerei zu beschreiben. Und das war für mich eigentlich das Plausibelste, die beste These, die ich über diese Zeit oder auch um das ganze Paket so ein bisschen greifbar oder beschreibbar zu machen, gelesen habe. Und das ist in Ihrer Malerei ja ganz stark vertreten. Ich habe aufgezählt, bei wem Sie alles studiert haben. Und man kann wirklich die Bilder bei Ihnen so ein bisschen, also Sie haben da jetzt nicht versucht, das zu verstecken, diese grauen Bilder à la Gerhard Richter, die sehen eben auch aus wie ein Gerhard Richter. Und man kann auch klar Polke erkennen, Franz Erhard Walter habe ich noch nicht gesehen, aber auch im Dorf, also diese Stadtmöblierung, was Sie machen, das ist da alles erkennbar. Das ist ja ganz konträr zu dem, was Gail Gabriel in der Zeit gemacht hat. Vielleicht können Sie dazu noch mal so ein bisschen, was waren Ihre Themen, was war Ihnen in dieser Malerei wichtig, wo Sie ja eigentlich auch diesen Film ganz nah waren, aber Sie haben sich trotzdem für die Malerei entschieden. Ah, ja, wo fange ich da an?
Also erstmal bei dieser großen Geste vielleicht, die ganz am Anfang stand, der malerischen expressiven Geste, die reicht zurück vielleicht bei mir in die noch die anfängliche Studienzeit, in die späten 70er, wo ich mir über den die Zufälligkeit oder auch die Körperlichkeit dieses Duktus Gedanken machte, indem ich Sachen wiederholte. Also ich malte zum Beispiel ein Stillleben wie am Fließband 10-mal hintereinander und guckte dann, was da passierte. Und wenn man das gleiche mit einem Porträt hat, fielen die Unterschiede viel stärker ins Gewicht. Und da gibt es auch in den Dias, ich weiß nicht, kann nicht immer da hochgucken, aber es gibt da auch eins, wo so eine weibliche heroische Figur auf dem Tapir reitend vor einem expressiven Hintergrund steht. Und das haben wir nicht. Ah ja, okay, da sieht man halt ganz deutlich, dass diese Expressivität ein Pastiche war, ein Zitat, ein ironisches Zitat. Und dass man sich darüber hinaus eben, dass man sich natürlich mit dieser Geste auch befreite von der zerebralen Kunst, die vorherrschend war an den Akademien, auch in Düsseldorf, auch bei Richter, war nichts gestisch bei seinen Schülern. Und dass man von da aus weiterschaute, welche Thematik bringe ich jetzt da rein, wie schaue ich in meinem Umfeld, welche Gegenstände, welche Bilder aus der Presse nehme ich. Ich habe ja auch nach dem Studium ein Volontariat im Bildarchiv gemacht und habe da eine Menge Fotos gefunden, die mich aufgrund ihrer Banalität zum Teil reizen. Da kann ich zum Beispiel ein Motiv nennen, das war immer wieder der Mann, der bei einer Landesgartenschau oder ähnlichem ein riesen Gemüse vor sich hinhält. Und da wir ja auch, und das verbindet mich vielleicht auch mit dem Dunstkreis der Hetzler Boys, sehr viel mit Spott und Ironie arbeiteten, war das für mich das Symbol, was das männliche Ego und vor allen Dingen auch das Ego der Maler in meinem Umfeld symbolisierte. Also ich habe den Größten. Ja, ich bin der Größte, ich habe den Größten, ich habe das größte Ego und das trug man so vor sich her. Und dafür war dieser Kohlrabi der Landesgartenschau für mich so ein Symbol. Und diesen Witz habe ich aber erst jetzt mit 30 Jahren Rückschau überhaupt erkannt, dass das für mich eine Attacke war, dass ich das also als auch wirklich als Attacke gegen diese Riesenegos, die sich da vor mir und neben mir aufbliesen, gemeint haben kann. Ja, vielleicht könnte. Noch eine abschließende Frage dazu und dann hat vielleicht noch jemand zur politischen Malerei oder zur Frauenkunst oder so auch noch kurz eine Anmerkung aus dem Publikum. Hat sich aus diesem Stilpluralismus der 80er Jahre bei Ihnen irgendwann eine Stileinheit entwickelt? Malen Sie heute Bilder, die, wir haben leider keine neuen Bilder von Ihnen in der Präsentation, aber hat sich das sozusagen verengt? Haben Sie viele Sachen ausprobiert und sich viele Sachen angeeignet und dann doch zu einem eigenen neuen Stil gefunden, würden Sie heute sagen, um einfach mal zu sehen, was ist eigentlich auch diese Entwicklung oder diese Freiheit, die man damals hatte oder sich genommen hat, was ist das Ergebnis heute? Ja, vielleicht können Sie dazu noch ganz kurz. Nein, ich glaube, dass ich weiterhin den Stilpluralismus sehr stark vertrete, auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Jahr 2014 25 Bilder in einem Stil gemalt habe. Aber das war Programm. Also jetzt mache ich wieder was anderes. Jetzt greife ich wieder eine Thematik auf, die ich um 2000 rum schon mal gemacht habe, also Punktebilder. Und wenn ich jetzt die Zeit nach den 80ern nehme, da hatte ich so eine Phase, wo ich sagen würde, das ist eine Sackgasse gewesen, wie jedes Meisterwerk eine Sackgasse ist. Man kann das nicht mehr weitermachen. Da habe ich mit meiner Tochter zusammen auch wieder als Zitat von abstraktem Expressionismus habe ich sie malen lassen und dem entgegengesetzt waren Worte und Bilder und Hintergründe. So, also ich sehe eigentlich die Konsequenz aus den 80ern, dass ich genau das mache, nur mit anderen Mitteln. Vielen Dank.